Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox. Willkommen zur nächsten Folge von Elden Ring, Folge 22. Wir haben jetzt gerade die Mission, oder ich habe mir die Mission genommen, den unteren Abteil von Elden Ring aufzulösen. Ich sehe zwar nichts, alles schwarz, aber was ich nicht schwarz sehe, beziehungsweise wo es gerade ein bisschen Erleuchtung kommt, ist halt meine Taktik, mein Bild. Ich komme klar, wir kriegen die Bosse hin. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Let's fucking do this. Let's fucking do this. So, wir sind jetzt den unteren Teil gelaufen. Was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Hier, wir haben ein Material zur Herstellung von Objekten. Stellt EP wieder her. Achso, das haben wir ja. Kurzzeitiger Glaubensschub. Verkauft. Alles verkauft. Hier, einen Stab haben wir bekommen. Glasscherben. Scherben verschmutzt im Glas. Wertloser Plunder. Okay, aber das verkaufen wir. Sammeln wir die Waffen? Ich glaube, verkaufen bringt nichts. Außer man hat es doppelt. Das gehört zur Sammlung. Blöd, dass wir halt die ganzen Waffen bisher jetzt schon verkauft haben. Aber eigentlich soll es wie nur so eine Sammlung sein. Denke ich mal. Weil die klauen ja keine... kein Gewicht. Von daher kann man die in Ruhe mit sich rumtragen. Die 100 Runen, die man dafür bekommt, machen den Kohl jetzt auch nicht fetter. Wir müssen den oberen Weg laufen. Hier die Mini-Runen mitnehmen. Ja, die geben, glaube ich, sogar 100. 100 Runen. Oh, da ist ein Riesenbaum. Müssen wir da hin? Auf jeden Fall ist da mein... Nee, der Baum ist woanders. Blabab. Oh, der ist schon tot. Warum ist der tot? Von den anderen Gegnern umgenietet. Das sind Qualen, oder? Da reden sie wieder Qualen. Die geben auch nicht viel. Wie viel haben wir denn? 18. Ich habe Zeit, dass wir wieder ein paar Lämmer schnetzeln. Brauchen wir wahrscheinlich wieder. Tut mir leid. Ich brauche Knochen. Aber das reicht auch schon wieder. Für 4 Pfeile. Und dann, ich glaube, wir sind eh voll. Wir können, glaube ich, nur eine gewisse Anzahl an Wurfknochen, Bolzen, wie auch immer. Mit uns rumtragen. So, was ist hier? Auch Quallen. Irgendwas muss ja hier in der Mitte sein. Deswegen man ja hier unbedingt sein muss. Ah, jemand zum Reden. Das Mausoleum wandert und wiegt den seelenlosen Halbgott in seinen Inneren. O Marika, ewige Königin, er ist unser ungewolltes Kind. Was? Das Geschwafel schon wieder. Hier ist auf jeden Fall was zu holen. Blutfett. Ah, Blutfett braucht man, glaube ich, um Blutwaffen herzustellen. Soweit ich weiß. Kann man die irgendwie... Ach, man kann die schon auch kaputt machen. Ach so, man kann die doch... töten, die Knochenmenschen da, wie auch immer. Daneben. Was das? Gerade so ein komisches Geräusch. Ah, fuck. Der da. Aus dem Nichts.
Und ich habe hier immer noch keine Gnade. Ach doch, da drin ist Gnade. Sehr gut. Ich hol mir hier noch einen restlichen Mist. Ah, das ist wahrscheinlich das kleine Schild, von dem Sibi gesprochen hatte. So ein kleines Schild. Mann, ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Pilgerkirche. Oh, eine heilige Träne. Geil. Die brauchen wir nämlich. Für eine neue Flasche. Die werden wir jetzt auch gleich mal herstellen. Flasche. Flasche verstärken können wir sogar. Flaschenauffüllung. Ah, goldene Saat brauchen wir. Flasche, Flasche mit Menge, der mit Flaschenauffüllung. Ah ja, okay. Geil. Richtig gut. Bessere Heilung mit den Flaschen. Sprechen wir mal ein bisschen mit Melina. Die hat vielleicht wieder irgendwas für uns. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Ja, gut, von mir aus. Erzähl mal. Then, after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between. Wage war. And brandish the Elden Ring. Grow strong in the face of death. Warriors of my lord. Lord Godfrey. Okay, toll. Immer noch nichts. Nichts, was ich brauchen kann. Stufenausstieg. Kannst du tun? Ach so. Ah, 500 fehlt mir noch ungefähr. Okay. Dann ziehen wir weiter. Pilgerkirche waren wir jetzt. Mehr wird hier wahrscheinlich nicht sein. Hier sehen wir die andere Seite. Ich glaube, mit dem Pferd müsste man eigentlich... Skelette da unten. Könnte man wahrscheinlich auf die andere Insel kommen. Die Frage ist, ist... Ja, also nee, die Frage... da gibt es keine Frage. Die Frage wäre nämlich, ist da überhaupt was Interessantes? Natürlich ist da was Interessantes. Immer gibt es irgendwas Interessantes hier. War eigentlich nie umsonst hier rumzulaufen. Immer irgendwie gab es irgendeinen Endgegner oder was weiß ich. Boop. Ist meine Maus hin? Jemand hat meine Maus gesehen? Okay. Ich war noch im Fokusmodus. Okay, wir gehen jetzt in den oberen Teil. Da ist ja auch wieder ein Baum. Da hinten ist auch irgendetwas. Da ist eine Riesenbrücke. Ja, wenn es Tag ist, dann sieht man noch ein bisschen mehr. Aber ich bin mir sicher, ich habe nur die Hälfte an Geheimnissen überhaupt gelüftet. Zumindest hier. So allgemein. Da geht's ja richtig weit runter. Gucken wir mal, was wir hinten noch finden. Richtig großes Areal schon wieder. Ein zu großes Areal. Da hinten ist schon wieder eine Ruine. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Und da hinten ist ein Turm, glaube ich. Ah, was war das? Komische Ratte. Die uns nicht viel Punkte gibt. Bestienleber.
Immerhin wird's wieder Tag. Auch schön. Sind Wölfe. Und hier haben wir wieder... Aha, hier haben wir wieder was Interessantes. Steinschwertschlüssel. Was ist nochmal ein Steinschwertschlüssel? Wollen wir es mal nutzen? Die Sache ist die... Siegelgefängnis der Klagen. Steinschwertschlüssel, was kann das? Bringt einen Wichtsiegel an Statuen. Zerbricht das Siegel von Wichtstatuen. Bleibt nach Benutzung aber in der Statue. Kann als Gegenstand daher nur einmal verwendet werden. Überlegt euch also gut, wann ihr ihn benutzt. Zerbricht das Siegel von Wichtstatuen. Also wahrscheinlich... What? Ist das... Das Gute oder das Böse? Die Glocke am Hoden. Das ist doch kein Gegner, oder? Kopflose. Ob ich einen rausholen kann. Oh shit, einen wollte ich. Ich wollte nur einen. Ich wollte nur einen. Nicht beide. Na gut, immerhin. Easy zu killen. Mausoleums-Soldatenstulpen. Oh Gott, was sind das jetzt schon wieder? Andere Gegnertypen. Wo die vielleicht bessere Ausrüstung tragen. Oh, da ist er. Da ist er, der Turm. Endlich kann ich zurückkehren zu unserer Heimat, gehüllt in goldenen Strahlen. Hm. Ich glaube, da sind noch mehr Soldaten. Die sind easy zu killen. Die nehmen wir. Boah. Dieses vermaledeite Kamerasystem, ey. Ich werde es nie schieben. Boah, ist halt definitiv mehr als vorher. Richtig gut. Ich glaube, hier ist bestimmt eine Gnade oder so. Vierte Kirche von Marika. Ist doch bestimmt... Ah ja, hier eine Gnade. Und auch, denke ich mal, gleich noch eine Träne. Ja. Noch eine heilige Träne können wir... glaube ich, nochmal verstärken. Also zwei Kirchen nebeneinander. Sehr geil. Wird gleich besser geheilt. So muss das sein. Hier sind auch ganz viele gestorben, warum auch immer. Was hat es mit dem... Das ist doch kein Gegner. Wie soll ich den bezwingen? Das ist doch Bullshit. Schlecht geblockt.
Geil, eine Flask und schon mal energievoll. Sehr geil. So, was macht man damit? Das stampft mich doch tot. Das kann man doch niemals als Gegner auswählen, oder? Mit seinen Riesenklöten. Ich habe das auch nicht gedacht dafür, den umzunieten. Na gut, dass man den nicht als Feind haben kann. Man kann da bestimmt irgendwie draufklettern vielleicht. Gibt es da irgendwie... Irgendwie muss man da bestimmt drauf. Ein Wirbel ist hier auch keiner. Naja, gut. Können wir mal den unteren Weg. Da geht's zum Strand. Ah, eine kleine Siedlung. Sehr nett. Und wo kamen wir? Wieder komische Gegner. Boah. Geben vielleicht gut Punkte. Oh, Gift. Wow, übertreib. Oh, ich muss raus. Ich muss raus. Oh, shit. Na, ah, das war so klar, dass ich das nicht geschafft habe. Joch. ...60 geben die. Und da wird auch irgendwas geballert. Wahrscheinlich von außen rum. Ist halt ein Sumpf. Klar, dass es nicht funktioniert. Ja, das ist ein Gegner. Ein äußerst komischer Gegner. Hier ist da ein Boden, der nicht so giftig ist. Schauen wir mal. Ah, shit. Aber ich muss da kurz rein. Schafft man. So. Der lebt ja noch. Und das waren auch die Attacken von vorhin. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, da ist eine Truhe drin, oder? Was ist das? Keine Angriffe voraus. Daher wagt es nicht. Umversuchen. It will do no good, I swear it. And yet you persist, you frothing degenerates. Ich würde dich gerne befreien. Ich bin hier, um dich zu retten. Oder nicht? Oder doch angreifen? Ist die aus Stein, oder? Umversuchen. Also jemand versucht den, glaube ich, schon uns
Ja, auf jeden Fall ist hier ein Angriff. Irgendwas wäre hier. Hinterhältiger Splitter. Bin mir nicht sicher, soll ich sie angreifen oder nicht? Soll ich sie erlösen? Boah. Ich habe so das Gefühl, das war nicht so gut, dass ich das gemacht habe. Komm, ich habe sie erlöst. Von ihrem Leiden. Ich werde es bereuen. Ich habe einen Fehler gemacht. Sibi würde jetzt den Kopf schütteln, wenn er das jetzt gesehen hätte. Gut, dass er das nicht gesehen hat. Ich habe nichts getan. Glaube ich zumindest. So. Sollen wir mal den Strand entlang gehen? Zauberin Seelen. Ja, es war mal eine Zauberin. Ich unhold. Hier ist noch eine Ruine. Hier kann doch bestimmt irgendwas sein. Da oben waren wir auch bei der Ruine. Wir leben auf jeden Fall, wandern irgendwelche... Oh, ganz viele Gegner. Die geben bestimmt ganz viele Punkte. Die hole ich mir jetzt. Alles meins. Richtig viele Runen gleich. Kurz ausmachen, was die können. Sind starke Gegner. Oh ja, die haben auf jeden Fall mächtig Resistance auf jeden Fall. 36 geben die. Alter Schade, das sind das viele. Da bräuchte man eigentlich so einen Turboangriff, ey. Na, vielleicht kriege ich die. Die sind ja jetzt nicht schnell. Irgendwelche komischen Zombies. Auf jeden Fall gut Punkte. Oh, das sind tatsächlich Zombies. Uhlala, machen die Schaden. Okay, von denen darf ich mich nicht greifen lassen. Ach, das wäre. Das sah nur so aus wie. Was? Ich die Krabbe! Weg vom Inneren. Ist nicht gut. Schön Abstand halten. Ah. Alter. Jetzt haben wir alle. Das Graben. Puh. Aber hat sich das ge... Ja, 7000 Punkte. Das war ja richtig gut. Keine Ahnung, wie viel das jetzt waren, aber... Das waren... Keine Ahnung, mindestens 30. 30 mal... Keine Ahnung. Was, wie viele Punkte hat es gegeben? 50. 1500 Punkte. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, was haben wir hier? Die Viecher geben
350 Punkte, glaube ich. Wo sind das Pinguine? So ähnlich. Ah, weg, 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 weg. Mann. Oh, wildgeborene Scheißvieh schon wieder. Boah, fuck. Die haut ja richtig gut rein. Seit wann das? Seit wann machen die so viel Schaden? Fuck, ey. Die 7000 lasse ich mir nicht entgehen. Ist nicht damit gerechnet, dass sie so viel Schaden machen. Soll es wieder bloß nicht den Fehler machen, da runter zu stürzen und so sinnlos zu sterben. Eine ganze Gemeinschaft von irgendwelchen Zombies. Nein, nein, nichts, nicht riskieren hier. Erst mal meine Ruhen holen. Na, mal gucken. Vielleicht geben die auch 1000 Punkte. Das wäre echt nice. So, gucken wir mal. Komm, was soll der Geiz? Ah, meine Wölfe kann ich gar nicht rufen. Ja, wie am Anfang, als wir frisch angefangen haben. Jetzt sind die wieder so schwer. Das ist ein anderer, glaube ich. Und ich mache weniger Schaden bei denen. Komm schon, nur ein bisschen hat gefehlt. Da. 300 geben die nur. Sind schwieriger. Oder waren die früher auch so schwierig? Ich weiß nicht. Aber ich höre wieder Shiny. Da oben. In Gold. Was ist nochmal in Gold? Ah ne, ist nicht Gold. Ah. Schon, der entwischt mich schon wieder. So, ich glaube, da hinten ist nichts. Auf was, dass man nicht ins Wasser reinfällt. Das macht nur nass. Das ist blöd. Ah, jetzt sind wir wieder hier. IT-Crowd bewahrt Patzor vor dem Verzehr von ätzenden Melonen.
Durch einen gezielten Pro- und Kontra-Vortrag. Oha! T-Crap erhält 22 Fox-Points. Fox-Points! Fängt da schon wieder an. Gut, wir sind wieder hier oben. Dann gehen wir mal den unteren Weg jetzt. Oh, die schwirren hier auch rum. Wir haben richtig viele goldene Geistersoldaten. Hier unten noch irgendetwas? Sieht so aus. Das Lilie. Keine Ahnung, was das ist. Ich schieb sowieso nicht die einzelnen Komponenten, was die bringen sollen. Ah, da ist wieder eine Gnade. Das sieht doch aus, als wäre da irgendetwas. Nö. Einfach nur ein Torbogen. Okay, gehen wir mal den unteren Weg. Da zu den Hütten auf jeden Fall. Da vielleicht irgendwas. Gnade auf jeden Fall. Und ein Muli, ein Verkäufer ist da. Und dann können wir schon mal die nächste Fähigkeit, beziehungsweise Fähigkeit Stufenaufstieg. So, Stärke. Ja. Schon mal 18. Jetzt glaube ich 17 haben wir gebraucht für die Geschicklichkeit 17 noch. Bild des abgeschiedenen Händlers. Oh, da kann ich mein Zeug verkaufen. Sehr geil. Verkaufen. Hier, diese. Einmal diese. Oh, geil. Richtig viel Zeugs. Lass mal gucken. Ist besser oder schlechter? Schauen wir gleich mal. 100 für den Stab des Halbmenschenkönigs. Nee, das behalten wir. Keine Ahnung, für was man die braucht. Weiß nicht, sollen wir die verkaufen für 100? Ursache Blutverlust. Bin noch uneins. Hier auf jeden Fall. Bestienblut. Das Zeug zum Herstellen. Verkaufen wäre, glaube ich, blöd. Lassen wir es nochmal. Und hier die Waffen. Eine von jeder Art möchte ich behalten. Wir haben nichts zu verlieren, wenn wir es behalten. Oh, als Aristokratenhut haben wir. Der ist schlechter. Heidenstülper. Oh, der ist sogar besser. Gleich mal anziehen. So, 8000 haben wir. Richtig gut. Da was Sinnvolles ist das. Verlorene Kriegsasche ermöglicht Duplizierung von Kriegsaschen. Nice. Befestigt dies an eurer Hüfte, um die Umgebung zu beleuchten. Das ist geil. Die Laterne. Wanderndes Mausoleum. Ah, das ist genau das Teil. Notiz. Das nehmen wir. Geht beim Tod anstelle von Runen verloren. Boah, aber 3000. Kriegt man die auch einzeln? Zweihänder. Schon nice, so eine Leuchte. Ist, glaube ich, kein Verbrauchsgegenstand. Machen wir. Komm, was soll der Geiz? Rein mit. Have a safe journey.
Ausrüstung. Erstmal hier. Jetzt schon mal besser. Wiegt ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ausweichen können wir trotzdem noch. Noch gut. Ja. Was an der Hüfte ausrüsten? Wo? Ah, hier. Schnellobjekt. Was war noch hier? Wanderndes Mausoleum. Mal gucken, was wir haben. Ein Notizverkauf von einem, wer den Weg des Mausoleums aufhalten will, muss zunächst um seine Füße für Ordnung sorgen. Wow, dafür habe ich jetzt Geld bezahlt. Sinnlos. Warum haben wir jetzt ein Schnellausrüstungsmenü? Wie kann ich das jetzt nutzen? Gewicht, okay. Ich glaube, das muss woanders hin. So, und jetzt? Ah. Nice. Okay. Ja, lass mal's an. Leuchtet schön. Okay, wie sieht's aus? Folge müssen wir beenden. Ist schon wieder soweit. Ich hole mir meine Pizza. Und dann wollen wir die nächste Folge rein. Vor allem, wo gehen wir jetzt hin? Rechts rum auf jeden Fall. Okay. Enden die Episode? Ah, war gefühlt eine schnelle Folge, aber wir haben auf jeden Fall gelernt, das Mausoleum kann man auf jeden Fall bezwingen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich weiß, dass ich ganz viele Zombies bezwungen habe. Wir haben jetzt genug Punkte, vielleicht jetzt für Geschicklichkeit, um jetzt endlich die Bluthund-Waffe tragen zu können. Und dann brauchen wir nur noch einen Punkt in Kraft für die 20 Punkte Gesundheit. Dann schauen wir mal. Einiges ist noch zu entdecken hier. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Alan Fox. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox.